Herzlich willkommen zur Closing Lecture, mit der wir immer traditionsgemäß seit mehreren Jahren dann das Berliner Methodentreffen ausklingen lassen. Ich bin ehrlich gesagt erschüttert, dass es beim Berliner Methodentreffen regnet. Also ich muss wirklich sagen, dass dieser Freitag, das 13., ich hatte das für meine Eröffnung schon ins Skript wahlweise reingeschrieben, Regenwetter, habe es dann rausgestrichen gestern Morgen. Hier steht es nicht. Mir macht es große Sorgen, vor allen Dingen, weil die Assistentinnen und Assistenten, die hier wirklich seit 2 Tagen richtig viel rennen und für die Organisation sorgen, eigentlich mit uns dann am Ende immer ab 20 Uhr draußen im Biergarten sitzen und so richtig ausruhen und sich freuen. Wann immer Sie so einen Menschen mit blauen Schildern sehen, lächeln Sie ihnen zu, nicht mitleidig, sagen Sie Dank für die Hilfe. Nun aber die Closing Lecture. Bei der Closing Lecture versuchen wir immer, bedeutsame Themen herauszugreifen für die qualitative Sozialforschung, diese zu problematisieren oder richtiger vielleicht zu diskursivieren. Und dass wir dies angesichts des Visual Turns nun bezogen auf die Frage der Visualität in der qualitativen Forschung machen, war lange überfällig. Ich freue mich, dass Jürgen Raab die Einladung angenommen hat, eben diese Closing Lecture zu geben. Jürgen Raab ist seit 2013 Professor für Soziologie an der Universität Koblenz-Landau. Davor war er bei mir in der Nachbarschaft an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Und weitere Stationen waren die Universität Konstanz, wo er auch habilitiert hat, sowie dann die Universität Luzern, wo er als Oberassistent tätig war. Jürgen Raab gehört mittlerweile schon länger zur BMT-Familie, seit Jahren nun auch sehr häufig mit Roswitha Breckner zusammen bietet er Workshops und Forschungswerkstätten zur Bildhermeneutik, wissenssoziologischen Bildhermeneutik an. Jürgen Raab gehört zu den wichtigsten Repräsentanten der visuellen Soziologie. Seine Schriften dazu sind kaum zu aufzulisten. Hervorheben möchte ich hier neben dem Hinweis auf der Fülle an Zeitschriften, Artikeln, Buchbeiträgen, insbesondere das gemeinsam mit Roswitha Breckner verantwortete Heft Materiale visuelle Soziologie in der Zeitschrift für qualitative Forschung, deren geschäftsführender Herausgeber er ist. Dann der Band Grenzen der Bildinterpretation mit Michael Müller und Hans-Georg Söffner sowie Methodology and Methods Qualitative Audiovisual Data Analysis in Sociology, gemeinsam mit Hubert Knoblauch, Hans-Georg Söffner und Bernd Schnettler. Insofern freue ich mich, dass Jürgen die Einladung angenommen hat und nun vor dem Hintergrund dieser vielfältigen Erfahrungen und vor allen Dingen Auseinandersetzungen uns, und so war die Absprache nicht nur so stark bezogen auf die Soziologie, einen Einblick gibt in die Frage von Visualität in der qualitativen Forschung. Schön, dass du die Einladung angenommen hast. Wir können das hier ganz entspannt halten. Es regnet draußen, es gibt keine Eile. Aber die Verabredung ist ungefähr, dass wir hier um 17:45 mehr oder weniger dann in die Schlussrunde gehen. Also nochmals vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast. Ich freue mich sehr. Ja, ganz herzlichen Dank, Günter May. Als Günter May mich fragte, ob ich die diesmalige Closing Lecture zum Status Quo und State of the Art der Visualität in der qualitativen Sozialforschung übernehmen möchte, da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Nicht zuletzt darüber, dass ich heute in gewisser Weise für eine ganze Forschungsrichtung innerhalb der qualitativen Forschung sprechen darf, eine Forschungsrichtung, die seit geraumer Zeit sehr aktiv und sehr produktiv ist, ohne dass eine Art von Stagnieren oder gar eine Art von Abschwächung dieser Aktivität und Produktivität abzusehen wären. Allein, wenn man sich das Programm des gerade zu Ende gehenden Berliner Methodentreffens ansieht, wird man im Vergleich zu früheren Programmen, die einige Jahre zurückliegen, einen stetigen Anstieg des Anteils von Themen der Visualität feststellen können. Ich nenne nur die Videoanalyse, ich nenne die bildhermeneutischen Ansätze, die Film- und Fernsehanalysen, aber ich denke auch, wenn es um die Verfertigung von Beobachtungsprotokollen geht oder um Artefaktenanalysen, ist die Visualität, sind methodische Aspekte und Fragen, Probleme der Visualität immer auch mit angesprochen.
Ja, besonders gefreut habe ich mich auch darüber, dass Günter May mir gewisserweise die Arbeit, ein Stück der Arbeit zumindest, abgenommen hat. Er hat nämlich den Titel des heutigen Vortrages mir gewisserweise ins Bett gelegt, wenn man so will. Visualität in der qualitativen Forschung. Zunächst mal war ich sehr glücklich darüber, muss ich mir über den Titel keinen Gedanken machen. Im Verlaufe dann der Auseinandersetzung habe ich mir gedacht, vielleicht wäre es irgendwie angemessener für mich, von visuellen Daten in der qualitativen Sozialforschung zu sprechen. Aber ich denke, Günter May hat das auch mit der Visualität deswegen gemacht, damit ich möglichst breit ansetze. Aber das Feld der Visualität, das zeigen ja vor allem die Publikationen in den vergangenen Jahren, ist ein sehr weites. Es erstreckt sich von den inneren Bildern, die wir haben, also Träumen und visuellen oder visuellen gestützten Fantasien, Visionen auf der einen Seite, über unsere Naturanlage unserer Augen, also über visuelle Wahrnehmung, die unser Fühlen, Denken und Handeln mitbestimmen, darauf aufbauend die klassischen kommunikativen Bildmedien wie Zeichnungen, Gemälde, Fotografien, Filme, Fernsehen, Video, bis hin zum Einsatz von Medientechnologien, die aufs Neue bisher ungekannte Seherfahrungen ermöglichen, etwa über sogenannte Actioncams oder über Sehräume, die wir nur mit Virtual Reality Brillen oder anderen visuellen Zurüstungen vordringen können. Deshalb habe ich ein paar Einschränkungen vornehmen müssen. Eine Einschränkung, eine nicht ganz unerhebliche, resultiert aus der Bindung von Visualität an die qualitativen Methoden. Nicht alles, was in den Bereich der Visualität fällt, nicht alles, was wir visuell fantasieren, träumen, wahrnehmen, visuell erfahren, ist mit seiner ganzen Wahrnehmungs- und Erfahrungsqualitäten über empirische Methoden als Daten zu erheben und mithin analytisch zugänglich zu machen. Diese Frage der sozialwissenschaftlichen Erhebung und Zugänglichkeit des Visuellen und mithin das Problem und überhaupt die Frage nach der Notwendigkeit oder Sinnhaftigkeit der Übersetzung von visuellen Eindrücken und visuellen Wahrnehmungen, von visuellen Erfahrungen und visuellen Interpretationen in andere uns zur Verfügung stehende Sinngebilde und Symbolsysteme, das wird uns gleich noch beschäftigen. Zunächst aber möchte ich mit zwei weiteren Einschränkungen aufwarten. Zum einen werde ich, gewissermaßen kann ich nicht anders, über das Visuelle dann doch aus einer soziologischen Perspektive sprechen, zumindest in seiner Zuspitzung und Engführung, im engeren Sinne sogar noch weiter zugeführt und eng gespitzt, werde ich mich innerhalb der Wissenssoziologie und der dort geführten Debatten auseinandersetzen. In dem Zusammenhang, ich habe es jetzt nicht mitgebracht, habe mir noch kurz überlegt, aber habe ich nicht mitgemacht, von Thomas Eberle, Anfang des Jahres erschienen, ein Band zu Fotografie und Gesellschaft, in dem diese Debatten geführt werden. Die zweite Einschränkung ist, dass ich mich innerhalb des weiten Feldes des Visuellen und der visuellen Medien vornehmlich auf stehende Bilder konzentrieren werde und nochmals einschränkend vor allen Dingen auf fotografische Bilder. Die Fotografie als dem ältesten technischen Bildmedium, das allerdings noch immer eine gewisse gesellschaftliche Bedeutung hat. Beide Einschränkungen führen jedoch, wie ich meine, in keine allzu engen Korridore, denn zum einen stellt die Soziologie und nicht zuletzt die Wissenssoziologie ja nicht erst seit gestern zentrale Labore und bedeutende Schmieden dar, wenn es in den Sozialwissenschaften um die Entwicklung und um die Erprobung von empirisch-analytischen Verfahren geht. Und zum anderen ist, was sozialwissenschaftlich über den methodischen Umgang mit Fotografien gesagt werden kann, weitreichend anschlussfähig und weitreichend auch übertragbar auf viele andere Erscheinungsformen dessen, was man visuelle Daten nennen kann. So sieht der Programmablaufplan aus für die nächsten Minuten. Ich habe meine Überlegungen im Wesentlichen in drei Kapitel gegliedert. Im ersten Zugang über Einkünfte wird es mir im Wesentlichen um vermeintlich Einvernehmliches, also um jene berühmten kleinen gemeinsamen Nenner, um jenen Grundkonsens also gehen, über den nicht mehr ernsthaft innerhalb der visuellen Soziologie vermeintlich gestritten wird. Wie weit dieser Grundkonsens tatsächlich geht und tatsächlich trägt, kann jeder und jede für sich gleich so selbst über sich überprüfen. Im zweiten Abschnitt mit dem merkwürdigen Betitelung wird es dann auch sogleich um vermeintlich unüberbrückbare Differenzen gehen. Es wird um Erfahrungen mit methodischen Verfahren gehen, vor allem aber um Überzeugungen und möglicherweise um Glaubenssätze,
die aus den jeweiligen theoretischen und methodologischen Haltungen und Prägungen von Forscherinnen und Forschern der visuellen Soziologie entspringen und die letztlich an zentralen Punkten der Methodendiskussion zu unterschiedlichen Einschätzungen und Positionen führen. Deshalb habe ich diesen Teil auch etwas eigentümlich anmutend mit Abkünfte überschrieben. Es zielt vor allen Dingen auf Herkunft und Abstammung, also auf wissenschaftliche Sozialisation, die vieles in der konkreten empirischen analytischen Vorgehensweise bedingt. Abkünfte meine ich aber auch irgendwie schräg mit Abkommen im Sinne des Aushandelns. Es wird einem auch darum gehen, im gewissen Sinne das zumindest partielle sich loslösen aus der eigenen Herkunft und Prägung. Daher werde ich dann auch am Ende, Sie sehen es hier noch als einen dieser Punkte unter drei, einen Vorschlag für eine mögliche Abkunft oder Übereinkunft unterbreiten. Ein Vorschlag, den ich hier etwas kryptisch mit neuen Evidenzen visueller Daten überschrieben habe. Ja, und schließlich der dritte Abschnitt, das ist gewissermaßen selbsterklärend, wird es sich mit möglichen Zukünften des Visuellen in der qualitativen und interpretativen Forschung befassen. Alle drei Punkte behandle ich. Ich gucke auf die Uhr. Es ergibt sich in gewisser Weise aus dem Umstand, dass wir nun einen eng gesteckten Zeitrahmen haben. Alle drei Punkte werde ich nur arg holzschnittartig behandeln können. Für diese Ungehobeltheit und Grobschlechtigkeit bitte ich Sie jetzt schon um Nachsicht. Ja, ich beginne mit den Übereinkünften. 1992, also genau vor 25 Jahren, rief der US-amerikanische Kulturhistoriker Mitchell den Pictorial Turn aus. Kurz darauf und in kurzen Abständen sprangen weitere Identifizierungs- und Beschreibungsversuche auf dem bereits in voller Fahrt befindlichen Zug auf. Visual Turn, Iconic Turn, Imagic Turn. Nun verspürt man sicherlich stets ein leichtes Unbehagen, wird wieder einmal ein Turn proklamiert und nimmt an weiterer der Hochgeschwindigkeitszüge seine Fahrt auf. Denn sie gänzlich zu ignorieren ist kaum möglich, dazu machen sie einfach zu viel Dampf und zu viel Lärm. Aber in vielen Fällen ploppt und zischt es nur leise und kurz und was sich Verkündung einer großen Wende verstanden wissen wollte, verschwindet klanglos in der Versenkung. Doch wie auch immer, eine gewisse Prominenz und Relevanz ist dem Pictorial Turn und seinen ungleichen Geschwistern nicht abzureden. Und zum 25. Jubiläum scheint es durchaus angebracht und angemessen, eine vorläufige Bestandsaufnahme oder Bilanzierung der Auseinandersetzung der Sozialwissenschaften mit visuellen Daten anzustrengen. Sicherlich meinen die Reden vom Pictorial Turn, vom Visual Turn, vom Iconic Turn durchaus eigene Pointierungen, aber sie treffen doch allesamt dieselbe Diagnose. Einen enormen Bedeutungszuwachs der Bilder, der visuellen Medien, der visuellen Praktiken und der visuellen Kommunikation im 19. und vor allen Dingen im 20. Jahrhundert. Ein Bedeutungszuwachs, der zugleich die Renaissance der visuellen Soziologie bedeutet hat. Aber nicht nur der visuellen Soziologie oder der Visual Sociology, sondern auch der Visual Studies, der New Visual Studies, der Visual Cultural Studies oder der New Visual Culture Studies. Ein Bedeutungszuwachs, der aber auch und nicht zuletzt die Etablierung des Visuellen für die Generierung von Daten und für die Analyse von visuellen Daten in der qualitativen Sozialforschung begründete. Nicht umsonst sprechen Historikerinnen und Historiker von der Moderne inzwischen als dem visuellen Zeitalter und nicht umsonst investieren Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen viel Aufwand in die Begründung von nicht weniger als einer Bildwissenschaft, als einer eigenen Disziplin. In sozialwissenschaftlicher Perspektive sind diese Entwicklungen einer zusehenden Visualisierung und Medialisierung des Alltags nicht nur Ausdruck der Veränderung von Medienformen und Medienformaten und darüber hinaus des Wandels von Gesellschaft und Kultur, vielmehr erkennen sie in diesen Prozessen eine Komplexitätssteigerung des kommunikativen Handelns und damit eine Komplexitätssteigerung in den Anforderungen und Möglichkeiten zur Deutung, zur Darstellung und zur Wahrnehmung von gesellschaftlicher Wirklichkeit. Diese Komplexitätssteigerung geht einher mit neuen Handlungsanforderungen an die Produktion, an die Kommunikation von Bildern, an das, was man für die Soziologie als visuelles Handeln bezeichnen könnte. Nämlich in Anlehnung an Weber, Schütz und Luckmann das Hervorbringen von visuellen Ausdrucks- und Sinngestalten, von medialen Sichtbarkeitsordnungen, die schon in ihrem Entwurf auf Kommunikation, also auf soziale Aufmerksamkeit und Wahrnehmung, auf soziale Deutung und auf Verstehen, letztlich also auf sozialen Beziehungen angelegt sind. Um Jo Reichertz
in seiner unnachahmlichen Art zu zitieren. Wer fotografiert, handelt und kommuniziert. Wer sich bildlich ausdrückt, der kommuniziert, und wer kommuniziert, der handelt. Es gilt also, den Handlungs- und Kommunikationscharakter vom bildlichen Ausdruckshandeln in den Blick zu nehmen. Die angesprochene Komplexitätssteigerung des kommunikativen Handelns und die damit einhergehende Komplexitätssteigerung in den Möglichkeiten zur Deutung, Darstellung und Wahrnehmung von gesellschaftlicher Wirklichkeit stellen neue Anforderungen an die Deutung und an die Interpretation von visuellen Handlungen. Und diese führen, so ist stark zu vermuten, zu anderen Qualitäten des Wissens, ein Umstand, den die Wissenssoziologie mit dem Begriff des visuellen Wissens zu fassen versucht. Soweit also herrscht Übereinkunft in den Sozialwissenschaften. Historisch leben wir in einem visuellen Zeitalter, das sich soziologisch auszeichnet durch visuelles Handeln und visuelles Wissen, das elementare Anforderungen, aber auch Möglichkeiten für die Individuen moderner Gesellschaft bedeutet. Und noch eine weitere, eine letzte allgemeine Übereinkunft deutet sich an, entgegen aller zunächst hartnäckigen Widerstände. Die Einsicht nämlich, dass die Bilder und ihre Medien der sozialen Wirklichkeit, der in Anführungsstriche, weder als defizitär oder suboptimal, noch bloß verspiegelnd oder verzerrend gegenüberstehen, sondern dass sie konstitutiver Bestandteil der gesellschaftlichen, im engeren Sinne der kommunikativen Konstruktion von sozialer Wirklichkeit sind. Anders gesprochen, man kann die Bilder verwünschen, spätestens seit ihrem Eintritt ins Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit, aber kann man sie nicht mehr wegwünschen. Als Porträts, als Landschafts- oder Tieraufnahmen, in der Pornografie, in Mode, Werbung, Unterhaltung und Tourismus, in Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Erziehung, Politik, Religion, Recht, Kunst oder Sport ist die Kommunikation mit und in Bildern Teil der World taken for granted. So viel zum vermeintlich unstrittigen Übereinkünften. Damit komme ich zu dem zweiten Punkt, den Abkünften. Inzwischen hat so gut wie jedes etablierte interpretative Verfahren innerhalb der Sozialwissenschaften und der Soziologie seine methodischen Vorgehensweisen hinsichtlich der Anwendbarkeit und Übersetzbarkeit auf visuelle Taten befragt und geprüft. Von der Hermeneutik über die Gattungsanalyse und die Diskursanalyse bis hin zur Grounded Theory. Gleichzeitig wurde so gut wie jeder Theoretiker der Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften auf die visuellen Aspekte, die visuellen Themen und die visuellen Zugänge in seinem Werk beforscht. Klassischerweise diejenigen, die selbst bereits, auch wenn nur in Ansätzen, wie etwa Simmel, Mannheim, Bourdieu, Foucault, ganz am Ende auch Thomas Luckmann, selbstverständlich aber auch Ulrich Oebermann und Hans-Georg Söffner, sich mit der Visualität auseinandergesetzt haben und Teile einer visuellen Soziologie begründet haben. So stellt sich momentan die Situation so dar, dass kaum ein Sozialwissenschaftler und kaum eine Sozialwissenschaftlerin mehr ohne Bezüge zur Visualität oder zu visuellen Daten auskommt oder nicht zumindest ein wachsendes, genuines Interesse zeigt. Das gilt insbesondere für die Erziehungswissenschaften, es gilt aber auch und insbesondere für die Politikwissenschaften und es gilt nicht zuletzt auch für die Wirtschaftswissenschaften. Allerdings herrscht innerhalb der diversen empirisch-analytischen Zugänge keineswegs ein grundlegender Konsens, weder über das methodologische Vor- und Selbstverständnis noch über die methodische Vorgehensweise bei der methodisch kontrollierten Dateninterpretation. Ich habe nun versucht, anhand von drei Punkten, das sind die ersten drei, anhand von drei Punkten die durchaus strittigen und konträren Auffassungen zusammenzuziehen und zu verdichten, um so auch etwas Licht in die Uneinigkeiten und in die wechselseitigen Unverständlichkeiten zu bringen. Zunächst zum Verhältnis von Text und Bild. Ein nach wie vor strittiger Punkt in der qualitativen Sozialforschung ist eine weit zurückreichende Diskussion, die erstaunlicherweise bis heute anhält und ihre Protagonistinnen und Protagonisten hat. Nämlich das Ringen oder wie manche sagen würden, der Diskurs um die legitime Vorrangstellung unter den beiden zentralen menschlichen kommunikativen Symbolsystemen, nämlich dem Sprach- und dem Text auf der einen Seite und dem Bild, oder wie man auch häufig hört, dem Bildchen auf der anderen Seite. Innerhalb der qualitativen Sozialforschung war und ist das Misstrauen gegenüber dem Bild teilweise noch immer beachtlich, dominiert doch der Glaube oder zumindest doch die feste Überzeugung an die überragende Wahrheitsfähigkeit, an die Eindeutigkeit und an die Objektivität von Sprache, Schrift und Text. Doch auch wenn Übereinkunft darüber herrschen sollte, dass Sprachkompetenz und Bildkompetenz, Kompetenz, Entschuldigung,
dass Sprachkompetenz und Bildkompetenz phylogenetisch und ontogenetisch gleich ursprünglich sind. Und auch wenn Übereinkunft darüber erzielt werden sollte, dass es sich bei sprachlicher wie bildlicher Kommunikation um symbolische Formen handelt, die, siehe Mead, Kassierer, Luckmann oder Söffner, grundsätzlich mehrdeutig und deutungsbedürftig sind, so wird den Bildern doch eine Eigenlogik und Eigensinnigkeit, eine eigene spezifische Wahrheitsfähigkeit zugesprochen. Doch es ist gerade diese Eigenlogik und Eigensinnigkeit, der es sich über Sprache und Text zu bemächtigen und der es Herr zu werden gilt, um das subalterne, das suboptimale Symbolsystem der Bilder sinnhaft zu deuten. So kommen sozialwissenschaftliche Bildinterpretationen dann auch nicht umhin, die monothetische Simultanität der Bildpräsenz, wie Susan Langer das nennt, in polythetische, sequentielle Phasen zu übersetzen. Diese Transformation kann sprachlich ausgedrückt und bei Bedarf verschriftet und auch vertextet werden. Doch die komplexen Übersetzungsprozesse von Bild in Text, von Simultanität in Sequentialität müssen suboptimal bleiben, weil sie Sinngebilde produzieren, die sich nicht vollends mit dem Ausgangstext, eben jenem eigensinnigen Bild, decken. Und doch wiederum, am Ende einer jeden sozialwissenschaftlichen Bildinterpretation steht ein Text über eines oder mehrere Bilder. Und so kann man sich mit Karl Mannheim fragen, ich zitiere, warum will man das Erschaute in einer im wesensfremden Einstellung noch einmal denken? Sich dieser Dialektik von Text und Bild, von Bild und Text bewusst zu sein, das heißt diese Dialektik nicht zu umgehen, zu vermeiden oder sie einseitig aufzulösen, sondern sie kreativ zu bearbeiten und kunstfertig Hand zu haben, darin besteht, wie ich meine, eine der großen Herausforderungen für die empirisch-analytischen visuellen Sozialwissenschaften. Ich komme zum zweiten Punkt, dem Verhältnis von Inhalt und Form. So wie die Eigensinnigkeiten von Text und Bild dazu verleiten mögen, beide gegeneinander aufzurechnen und auszuspielen, so besteht auch die Gefahr, in qualitativen Analysen von bildlichen Erscheinungsformen die Frage nach dem Primat von Inhalt und Form so zu stellen und so zu beantworten, dass sich das dialektische Spannungsverhältnis, das sich auch hier findet, der beiden Aspekte so vereinseitigt wird und damit für qualitative, dass sie für qualitative Analysen unproduktiv wird. Dennoch werde ich, wie soeben auch bei Punkt 1 oder A, dennoch werde ich auch in diesem Punkt mit Blick auf das Grundverständnis der qualitativen Sozialforschung Position beziehen und für ein Primat der Form plädieren, so wie ich soeben aus demselben Blickwinkel für ein Primat des Bildes vor dem Text plädiert habe. Die Diskussion um die Frage nach dem hierarchischen Stellenwert von Form und Inhalt für die sozialwissenschaftliche Bildanalyse reicht ebenso weit zurück wie die Diskussion um Text und Bild. Zunächst, und dies scheint naheliegend, richtet sich das Augenmerk sozialwissenschaftlicher Bildanalysen auf die Inhalte der bildlichen Darstellungen, also darauf, was auf dem Bild zu sehen ist. Verharrt die sozialwissenschaftliche Deutung jedoch auf dem, was auf dem Bild zu sehen ist, so tut sie kaum mehr als der Alltagsblick, der in erster Linie an den Inhalten des Gezeigten interessiert ist und sich, wenn überhaupt, dann erst in zweiter oder dritter Hinsicht die Frage stellt, wie das Gezeigte kommunikativ vermittelt wird, wie also etwas ins Bild übersetzt oder ins Bild gesetzt wird. Wird das Primat allerdings auf die Form gelegt, dann werden die Grundprinzipien der qualitativen Sozialforschung bereits im allerersten Schritt eingelöst. Offenheit, Distanz und Skepsis. Hier gilt es mit Helmut Plessner, ohne Befremdung kein Verstehen, ohne den befremdeten Blick kein Sehen mit anderen Augen. Nun begannen sich Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler schon früh für die analytischen Verfahren jener wissenschaftlichen Disziplinen zu interessieren, die sich sozusagen von Haus aus mit der Interpretation von Bildern beschäftigen, die Kunstwissenschaften. Und so wie wir beim Beobachten von der Ethnographie gelernt haben und beim Interviewen von der Psychoanalyse oder wie die empirische Sprachsoziologie von der Linguistik profitiert hat und die Untersuchung kommunikativer Gattungen etwa von der Literaturwissenschaften, so erhoffte man sich hinsichtlich der qualitativen Analyse von Bildern, Anleihen, produktive Anleihen bei den Kunstwissenschaften ebenso wie bei den Film- und Medienwissenschaften. Was nun aber folgte,
kann nicht anders als verwirrend, wenn nicht gar als paradox bezeichnet werden. Zum einen wurde und wird beklagt, dass man die Ansätze und Zugänge dieser Disziplin in den Sozialwissenschaften nicht gebührend wahrnehme. Während aus demselben Hause, wenngleich aus anderem Munde, eine zu starke Orientierung der Sozialwissenschaften an kunsthistorischen und kunstwissenschaftlichen Interpretationsverfahren moniert wurde und moniert wird. Einige Stimmen fordern denn auch eine genuin eigenständige, dezidiert soziologische Perspektive und ein eigenständiges, dezidiert soziologisch angelegtes Interpretationsverfahren. Das Argument aber, dass die analytischen Verfahren der Kunstwissenschaften für die Interpretation von Kunstwerken im engeren Sinne von Gemälden entwickelt wurden und daher nur bedingt, wenn überhaupt, für die Auslegung von zumal technisch digital erzeugten Alltagsbildern geeignet seien, trägt nur bedingt. Denn unbesehen davon, dass hier eine wenig hilfreiche Unterscheidung zwischen sogenannten starken und sogenannten schwachen Bildern wieder eingeführt wird, wird unterschlagen oder vernachlässigt, wie stark die visuelle Sozialisation und damit soziohistorisches visuelles Wissen und Bildinhalte und Bildformen auf die aktuelle Alltagswahrnehmung und auf das aktuelle Alltagshandeln, konkret auf das visuelle Handeln, rückwirken. Nehmen sozialwissenschaftliche Analytikerinnen und Analytiker aber methodischen Bezug auf die Kunstwissenschaften, dann wird einmal die zu starke Fokussierung auf das im Bild Dargestellte moniert, das andere Mal wird die zu starke Konzentration auf das Bild selbst, auf die formale Komposition kritisiert und ein drittes Mal die zu starke Hervorhebung der Handlungsmotive derjenigen, die die Bilder hergestellt haben. Vergessen wird dabei, dass eine nicht ohne das andere zu haben ist. Wie etwa bei der Analyse von Sprechakten, bei der das Was und das Wie des Gesagten unweigerlich aufeinander bezogen werden müssen. Viele Bildanalysen in den sozialwissenschaftlichen Forschungen, eben weil sie ihr Augenmerk ausschließlich auf die dargestellten Inhalte oder ausschließlich auf den subjektiven Wahrnehmungsprozess richten, sind daher eher dünn und dürftig. Denn jede prinzipielle Ausschließlichkeit, jedes Entweder-Oder, beschneidet die Sozialwissenschaften in ihren analytischen Potenzialen und erweist sich hinderlich, wenn nicht gar kontraproduktiv. Daher, wie bereits gesagt, wird im feinen analytischen Vorgehen das Primat auf die Form gelegt, so werden die Grundprinzipien der qualitativen Sozialforschung bereits im ersten Analyseschritt eingelöst, Distanz, Offenheit, Skepsis, denn grundsätzlich, wie gesagt, mit Helmut Plessner, ohne den befremdeten Blick, kein Sehen mit anderen, kein Sehen mit sozialwissenschaftlichen Augen. Ich komme zum nächsten Punkt, das Verhältnis von Text und Kontext. Wiederum werde ich an diesem Punkt mit Blick auf das, wie ich meine, ungeteilte Grundverständnis der qualitativen Sozialforschung für die Dialektik, also gegen das Entweder-Oder, sondern für ein Sowohl-als-auch plädieren. Im gleichen Zug aber, wenn es um die Feinanalyse geht, wenn die Feinanalyse sozialwissenschaftlicher Art am Bild einsetzt und wenn damit ein analytischer Schnitt in den dialektischen Zusammenhang gesetzt werden muss, dann plädiere ich für das Primat des Textes vor dem Kontext. Denn immer wieder wurde und wird von verschiedenen Seiten der Vorwurf erhoben, die methodischen Verfahren der qualitativen Bildanalyse entkoppelten die Bilder von den sozialen Praktiken der empirischen Herstellung und der Verbreitung, der Nutzung und der Rezeption zugunsten einer Fokussierung auf vornehmlich theoretisch und methodisch relevanten Eigenlogik des Bildes. Das Verständnis eines Bildes aber hänge wesentlich und vornehmlich vom Wissen über andere Bilder, über Produktions- und Rezeptionszusammenhänge und vom Wissen um Entstehungshintergründe und Verwendungspraktiken der Bilder ab. Auch hier gilt es, bereits Gesagtes zu wiederholen. Das eine ist oder das andere nicht zu haben. Das Zusammenspiel von Text und Kontext ist nicht einseitig aufzulösen, kurz, ohne Text kein Kontext und ohne Kontext kein Text. Es ist sicherlich richtig, Bilder haben keine feststehende Bedeutung oder Funktion, denn wie Sprache sind auch Bilder symbolische Formen. Symbolische Kommunikationsmedien, darauf haben wiederum dieselben, Miet, Kassierer, Länger, Söffner und andere bereits früh aufmerksam gemacht, Bilder sind mehrdeutig, ebenso wie Sprache auch, und müssen daher gedeutet werden. Bilder aber vornehmlich oder einzig und allein über die sozialen Praktiken der Herstellung, Verbreitung, der Nutzung und der Rezeption einem sozialwissenschaftlichen Verstehen zuführen zu wollen, also vorrangig oder allein über die Produktions- und Rezeptionskontexte, das greift zu kurz, denn es vernachlässigt, ja unterschlägt das kommunikative
konkret das visuelle Handeln selbst zugunsten der sozialen Verwendungszusammenhänge. Die kategorische Trennung zwischen Dokumenten visuellen Handelns einerseits, also den Texten im weiteren Sinne, und den Kontexten erscheint somit mitunter künstlich und eher akademischen Grenzziehungen mit ihren oft einengenden, verkürzenden Lesarten und der Ignoranz geschuldet. Denn ebenso wenig wie ein Bild aus sich allein, aus sich selbst heraus und ohne das Netz der Rahmen seiner Bedeutungsrelation wirksam wird und sozialwissenschaftlich gedeutet werden kann, so wenig lassen sich die Handlungen, die Bilder in ihrer Bedeutung mitbestimmen, losgelöst und isoliert von den konkreten Handlungsprodukten, den visuellen Handlungsprodukten, dem visuellen Handeln deuten. Ich habe Ihnen hierfür ein Beispiel mitgebracht für dieses spannungsreiche Verhältnis von Text und Kontext. Sie sehen dieses Bild hier, viele kennen es vielleicht auch. Helmut Lehten hat es als Cover eines seiner Bücher verwendet. Und sicherlich ist es so, dass wir allein in der kontextfreien Betrachtung und Analyse dieser Fotografie oder auch anderer Fotografien niemals, speziell hier, den tatsächlichen Kontext der Entstehung dieser Fotografie, ihrer Verwendung, Archivierung, Rezeption erschließen können oder aufdecken können. In diesem Falle ist der Kontext zu weit von allen Kontexten, die wir hypothetisch konstruieren könnten, entfernt. Dazu ist der tatsächliche Kontext zu abartig. Er ist höllisch, er ist menschenverachtend. Dem widerspricht die im Bild zu sehende Idylle. Das Bild entstammt dem Fotoalbum eines Soldaten der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront. Auf der Rückseite gibt es seine wahre Bedeutung preis. Dort steht handschriftlich die Minenprobe vom Donitz zum Don 1942. Diese Person, die wir hier also sehen, wird als menschliches Minensuchgerät eingesetzt. Es waren Tausende, die dieses Schicksal erlitten haben, und das hat mit dem Tod geendet. Die kontextfreie Interpretation, aber auch eines Bildes wie diesem, wird uns helfen, Beobachtungen und Einsichten hervorzuheben, die für die Sinnkonstitution in der visuellen Kommunikation bedeutsam sind, auch in diesem Bild. Auf die wir aber möglicherweise oder sehr wahrscheinlich nicht gekommen wären, hätten wir dann den tatsächlichen Kontext sofort und in vollem Umfang mit in die Analyse einbezogen. Ich komme zu den neuen Evidenzen visueller Daten. Die Überschrift oder diese Betitelung klingt ein wenig nach den neuen Kostbarkeiten im chinesischen Restaurant. Der Unterschied aber ist, bei mir ist das Ganze noch nicht ganz ausgegart. In gewisser Weise versteht es sich als Beitrag zur Methodologie einer gegenstandsangemessenen, das heißt ein bestimmtes Komplexitätsniveau nicht unterschreitenden und methodisch kontrollierten Analyse von visuellen Daten in der qualitativen Sozialforschung. Hierfür, also für diese neuen Kostbarkeiten, nein, für diese neuen Evidenzen, ziehe ich das bisher Gesagte zusammen, ich verdichte es und ordne ein wenig und füge auch bislang Unerwähntes noch mit hinzu. Evidenzen ist auch etwas provokant formuliert, das ist auch bewusst so gemacht, denn es hört sich an, als sei tatsächlich etwas evident im Sinne von objektiv, eindeutig, unabweisbar, aber allein schon die Anzahl der Evidenzen ist noch in den Überlegungen zu öffnen, es können auch 7 werden, möglicherweise werden es irgendwann 17, ich weiß es nicht. Ja, und noch eine Vorbemerkung, aber die erübrigt sich in gewisser Weise für Sozialforscherinnen und Sozialforscher, wenn sie qualitativ arbeiten, was hier analytisch relativ sauber getrennt werden kann, greift in der konkreten Interpretation auf komplexe Weise natürlich ineinander. Ja, ich komme zum ersten Punkt, den habe ich betitelt mit Affizierungen, Atmosphären und Emotionen. Damit sind angesprochen etwa Formen der Abwendung, der Abweisung, körperlicher Ekel, moralische Entrüstung, dementsprechend Befremdung, Irritation, aber möglicherweise auch Betroffenheit, Peinlichkeit, Scham und Wut. All das sind Affizierungen, Emotionen, Atmosphären, wenn man so will. Ich habe Ihnen ein Bild hierfür mal mitgebracht, dieses hier etwa, das kennen Sie wahrscheinlich. Das führt dann häufig in der Bildkommunikation zu so etwas wie Vermeidungsstrategien, Modulationen, etwa dieser Art.
Das Bild wird also bearbeitet oder die Bilder werden nicht nur vermieden, indem man sie gar nicht druckt oder eben moduliert, wie auf diese Art und Weise, sondern indem man sie komplett ersetzt. Beispielsweise ist es geschehen durch dieses Bild, das Sie gerade eben gesehen haben. Hier sehen Sie es noch einmal in klein, wo die Autorin das Bild von dem Jungen, den wir gerade eben gesehen haben, von dem ertrunkenen Kind, wie es hier unten heißt, ersetzt durch diese Aufnahme hier. Auf der anderen Seite können Affizierungen, Atmosphären und Emotionen natürlich herausgehobene Bedeutungszuschreibungen und intensive Zuwendungen hervorrufen, etwa dann, wenn uns etwas besticht, wie bei der Aufnahme etwa von eigenen Kindern, der geliebten Mutter und so weiter. Dann sind wir dort, wo Walter Benjamin von der Aura spricht oder Roland Barthes vom Punktum der Fotografie. Solche Affizierungen, solche Atmosphären und Emotionen, die Bilder bei uns oder anderen auslösen und bewirken, können bereits zum Ansatzpunkt für das sozialwissenschaftliche Interesse werden und ihre Beschreibungen zum Ausgangspunkt und wiederholten Bezugspunkt für die sozialwissenschaftliche Rekonstruktions- und Deutungsarbeit. Der zweite Punkt, Materialität und Medialität der Bilder, weist darauf hin, dass es gilt, die Bilder eben in ihrer jeweiligen Medialität und Materialität zu berücksichtigen. Verlangt es also der methodische Einbezug der konkreten, ja eben, Medialität und Materialität der Erscheinungsform. Denn so trivial es auf den ersten Blick erscheinen mag, es macht einen großen Unterschied, ob wir es mit Zeichnungen, mit Comics, mit Fotografien, Videos, Homepages oder Computerspielen zu tun haben. Im Falle der Fotografie ist eines solches Kennzeichen seiner Medialität die unhintergehbaren Vorgaben der Technik, im Sinne Goffmans der primäre Rahmen. Dazu gehört sehr grundlegend etwa die Rechteckrahmung. Von ihr aus und an ihr und auf sie hin nimmt jedes visuelle Handeln, jede visuelle Sinnkonstruktion, jegliche Anordnung, Über- und Unterordnung von Elementen im Bild seinen strukturellen, medial und material unhintergehbaren und unumgehbaren Ausgangspunkt, Bezugspunkt der Ordnungskonstruktion. Weiterhin gehören mit hinzu die Beachtung der besonderen Leistungsmerkmale der Fotografie in diesem Falle, die sie von allen anderen technischen Bildmedien unterscheidet, nämlich die hochgradige, ja nicht mehr steigerungsfähige, räumliche und zeitliche Stauchung und Verdichtung von Sinn und Bedeutung in der Bildkommunikation. Weiter hinzu gehören selbstverständlich Aspekte wie die Frage von analog und digital, von Schwarz-Weiß oder Farbfotografie, von Tiefenschärfe, Hell-Dunkelwerten, den Einsatz von Farben und Kontrasten und so weiter. Zur Form. Jedes Foto ist eine Übersetzung und Überformung außermedialer Wirklichkeiten in Sichtbarkeitsordnungen. Durch Auswahl, durch Ein- und Anordnung, durch Über- und Unterordnung, kurz durch die Konstruktion einer Sinnkonstellation. Die methodische Konzentration auf die Form, die diese Sinnkonstellation konstituiert, also auf Planimetrie, Perspektive, szenische Choreografie erlauben, die sinntragenden Elemente in ihren wechselseitigen Beziehungen zu erkennen und zu beschreiben. Als sequenziell sich entwickelnder oder verifizierender Sinnaufbau über zu identifizierende oder zu konstruierende ikonische Pfade oder Segmente auf der einen Seite und zugleich als simultan gegebener Sinnzusammenhang eben als visuelle Sinnkonstellation. Anders gesprochen, es geht auf dieser Ebene darum, Antworten auf die Frage zu finden, wie einzelne Elemente und Details eines visuellen Handelns, eines Fotos, an ihrer spezifischen Stelle innerhalb des Kommunikationsgeschehens dazu beitragen, einem Handlungs-, Darstellungs- und Kommunikationszusammenhang Sinn und Bedeutung zu verleihen. Noch einmal anders gesprochen, es geht in der Frage nach der Form um die Rekonstruktion der konkreten Sichtbarkeitsordnung im Hinblick auf die Frage nach dem sozialen Sinn, der sozialen Bedeutung, nach der Kulturbedeutung, würde Max Weber sagen, eben dieser Sichtbarkeitsordnung und des visuellen Handelns und Wissens, die diese Formen hervorbringt, die sie reproduzieren, aktualisieren, modifizieren. Auf dieser Basis kann man dann, ganz im Sinne der Ground Theory, kodiert abstrahieren. Man kann Schritt für Schritt eine Strukturhypothese auf sie hinarbeiten und man kann schließlich auf eine idealtypische Konstruktion im Sinne Webers oder auf eine Konstruktion zweiter Ordnung im Sinne von Alfred Schütz hin abstrahieren und verdichten. Ich komme zum Inhalt. Bezüglich des Bildinhaltes ist sozialwissenschaftlich zunächst einmal von Interesse,
dass zu bestimmten sozialen Anlässen oder in bestimmten sozialen Situationen überhaupt visuell gehandelt, also in unserem Falle fotografiert wird. Durch das visuelle Handeln kann etwas, das zunächst einmal an sich keinen Sinn und keine Bedeutung haben muss, oder etwas, das mit Max Weber gesprochen subjektiv gemeinten Handlungssinn ausdrückt, im Sinne Emil Durkheims zu objektiver Faktizität werden, zu einem Element der Kommunikation und damit, wie Durkheim sagt, zu einem Element in der Welt der Sachen. Deshalb muss sich die qualitative Analyse visueller Daten auf die manifesten Bildinhalte mit derselben Extensivität und mit derselben Intensivität einlassen wie auf die zuvor genannten drei Evidenzen. Unmittelbare und mittelbare Bildkontexte, damit ist gemeint, dass Einzelbilder, Fotografien keine kontextlosen Gebilde sind. Sie müssen stets im Zusammenhang mit ihren unmittelbaren und mittelbaren Bildkontexten interpretiert werden. Der unmittelbare Bildkontext schließt jenes kommunikative Arrangement ein, das ein Einzelbild unmittelbar in der Kommunikation mit Deutungsangeboten, mit Deutungshinweisen oder gar Deutungsdirektiven versieht. Etwa wie die ein Bild umgebenden Texte, Tabellen, Grafiken oder weitere Einzelbilder und Bildfolgen. Seine Grenze erreicht der unmittelbare Bildkontext dort, wo ein Einzelbild mit anderen solchen kommunikativen Elementen wiederum zu einer geschlossenen Sinneinheit verklammert und organisiert wird, beispielsweise zu Plakaten, zu Flyern, zu Artikeln, Zeitungen, Illustrierten, Büchern, Alben, Katalogen, Ausstellungen, Internetseiten, Archiven, Portalen und so weiter. Der mittelbare Bildkontext bezieht sich dann auf jene Wissensbestände, die eine Interpretation von jenseits dieser Grenzen des Einzelbildes und seiner unmittelbaren Rahmung erheben und herantragen kann. Hierzu gehört etwa das kulturelle Wissen um Bildtraditionen und um Bildprogramme, um kommunikative Gattungen, um Bildstile und Bildsujets, um Bildsymbole und um Bildrituale. Dazu gehören aber auch Kenntnisse über den Auswahlprozess, über den Karrieregang einer Fotografie. Dazu gehören Selbstaussagen von Fotografen und Fotografinnen. Dazu gehören Kenntnisse über die Biografie und über die Themen und über das Werk einer Fotografin oder eines Fotografen. Dazu gehören überhaupt oder können gehören alle von einer Interpretationsgruppe über Interviews, durch teilnehmende Beobachtungen, empirisch zu erhebende Daten. Damit komme ich zur Handlungspraxis. Einzelbilder, Fotografien sind keine kontextlosen Gebilde. Deshalb müssen sie stets in Verbindung mit den Kontexten ihrer sozialen Handlungspraktiken interpretiert werden. Gemeint ist also die Einbettung oder das Eingebettetsein von Einzelbildern in spezifische Produktions-, Verteilungs- und Verwendungszusammenhänge. Arten und Weisen etwa der Nachbearbeitung, Arten und Weisen der Archivierung, Aufbewahrungszusammenhänge, aber auch und nicht zuletzt Situationen der solitären oder sozialen Rezeption, also der Hinwendung, der Betrachtung, der Bewertung von Fotografien. Ein Beispiel hierfür, für solche Auswahlprozesse etwa, die interessant sein können für sozialwissenschaftliche Bildinterpretationen, hoppla, jetzt ist es weg, ich gehe mal nach hier, ist dieses Bild hier. Sie kennen das alle und es gibt auch Kontaktabzüge, in dem Fall sind es Dias, wo man dann erkennt, welche Bilder wurden zuvor, welche Bilder wurden danach gemacht von diesem Fotografen, dann erkennen Sie, dass diese Szene hier dreimal eingefangen wurde und man kann sich dann ganz genau ansehen, what's the difference, that makes a difference und warum hat möglicherweise dieses eine Bild und nicht das andere das Rennen gemacht. Ja. Schließlich die soziale Situation und die kulturelle Umwelt, der Einbezug der kulturellen Umwelt und der sozialen Situation, also jener, die Bilder kommunizieren, rezipieren und verwenden, um die es in der Untersuchung geht, konkret also der Bezug auf das Milieu, auf den Lebensstil, den Habitus, die Zielgruppe, alles Aspekte, beispielsweise auch die Frage nach der Sinnprovinz, der Subsinnwelt, von kleinen Lebenswelten oder etwa von Konzepten, die bereits existieren, etwa dem der Seegemeinschaften, das heißt Gemeinschaften, die mit ihren spezifischen Relevanzen, mit ihren spezifischen Affizierungsschwellen, ihren spezifischen Irritationstoleranzen, die werden an dieser Stelle interessant. Schließlich die soziale Differenzierung und diskursive Strukturierung, also die Einbettung der Bilder in Macht- und Herrschaftsstrukturen,
Gemäß der Diskursanalyse, also beziehungsweise mit Foucault, liegt kein kommunikatives Handeln außerhalb dieser Strukturen, sodass also strukturell von Diskursen im sozialen Handeln auszugehen ist. So stellt sich also die Frage, ob und wie und inwieweit visuelles Handeln und visuelles Wissen in Diskurszusammenhängen stehen und ob und inwiefern eine visuelle Diskursanalyse überhaupt in Anschlag zu bringen ist. Ja, und schließlich letztens gilt es, die bis dahin empirisch-analytisch rekonstruktiv und methodisch kontrolliert gewonnenen Einsichten theoretisch rückzubinden, also einen Theoriebezug zu leisten und so zur Präzisierung von sozialwissenschaftlichen Konzepten beizutragen, aber auch und vor allem einen Beitrag zur Theoriediskussion und zur Theorieentwicklung zu leisten. Diese neuen Evidenzen visueller Daten beweisen darauf, dass die Materialität der Kommunikation einerseits und die Materialanalyse andererseits, das kontextfreie Interpretation und Kontexterhebung und Kontextanalyse, das unmittelbare leibliche Affizierung und Theoriebildung in der qualitativen Analyse visueller Daten aufs Engste und unauflösbar miteinander in Beziehung stehen. Dieses Komplexitätsniveau ist im Verständnis der Sozialwissenschaften, sofern sie sich mit Max Weber als Erfahrungs- und Wirklichkeitswissenschaften begreifen, gegenstandsangemessen. Ich komme zu meinem letzten Punkt, den Zukünften. Sie sehe ich vor allen Dingen in drei Herausforderungen, die auf unterschiedlichen Ebenen liegen. Die erste Herausforderung, die ich meine zu erkennen, ist der Einsatz der Fotografie als Erhebungsinstrument zur visuellen Typisierung in den Sozialwissenschaften. Während Videoaufzeichnungen in dieser Hinsicht bereits ein sehr verbreitetes Verfahren sind, sehnt sich der Einsatz von Fotografie in weiten Teilen noch hinten an. Man mag sich durchaus berechtigterweise auch die Frage stellen, etwa ja, beispielsweise mit solchen Aufrufen hier, man kann sich noch daran beteiligen, ob und inwieweit das schon überhaupt möglich ist, schon fortgeschritten ist, dass wir als Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler diese Art von Typisierungen leisten können, also in Gestalt einer sozialwissenschaftlichen visuellen Verdichtung in der Fotografie. Die sozialwissenschaftliche visuelle Verdichtung kann und muss in der Fotografie im besten Falle so weit gehen, dass wenige Aufnahmen und im Extremfall eine einzige Fotografie symbolisch für eine ganze soziologische Überlegung oder eine gesamte Soziologie stehen kann. Ich habe es zwischendrin schon gezeigt, es handelt sich im Wesentlichen am Beispiel hier bei Pierre Bourdieu, der in Algerien zur Zeit des Krieges gegen Frankreich die Kabylen fotografiert hat und hier ja, eine visuelle fotografische Verdichtung stattfindet. Allein schon in diesem Titelbild hier kommt die gesamte Bourdieu'sche Habitus-Theorie, wenn man sie erkennen will, zum Ausdruck. Nicht anders in den weiteren Fotografien, das ist im Übrigen mein Lieblingsbild aus der Bourdieu-Sammlung auf der rechten Seite. Die zweite Herausforderung ist der Umgang mit großen Datenmengen. Mit großen Bilddatenmengen, also wenn man so will, mit Big Visual Data. Ich will nicht gleich von einer Hermeneutik visueller Massendaten sprechen, aber in den ersten Schritten muss das Problem der gegenstandsangemessenen Komplexitätsreduktion angegangen werden. Es muss das Problem der Systematisierung, der Ordnung, der Anordnung von umfangreichen Bildkorpora geleistet werden. Ein Beispiel hierfür etwa habe ich Ihnen mitgebracht aus einer Untersuchung, in der es im Wesentlichen ging um die Frage ja, der Makroperspektive auf jene Welt, in der wir leben, in welchen Kontexten taucht Welt auf. Und dann generieren wir, und vor allen Dingen Michael Müller tut das in erster Linie, solche Arten von Bildclustern, wie es hier heißt. Das ist eine große Herausforderung, solche Bildcluster zusammenzustellen und die Frage dann, wie, nach welchen Kriterien, nach welchen Klassifikationsschemata funktioniert das und wie können wir empirisch-analytisch damit umgehen. Relativ weit fortgeschritten sind in dieser Hinsicht die standardisierten Verfahren der Bildanalyse, vor allen Dingen aus den Kommunikationswissenschaften. Unternehmen wie Microsoft, Google sind Vorreiter in Sachen Software für nach Algorithmen basierende Bildanalysen und zeichnen auch erhebliche Fortschritte hier, die man sich auch angucken kann auf Pinterest, Flickr, Instagram und anderen. Allerdings ist man noch sehr weit davon entfernt, und das gibt man auch zu, Einzelbilder auch in sich ihrer symbolischen Gehalte in irgendeiner Form interpretativ angehen zu können. Damit komme ich zu meiner dritten und letzten Herausforderung, die Frage nach dem Leistungsvermögen und dem Leistungsbeitrag der qualitativ-empirischen Sozialforschung, wenn es um visuelle Daten geht und ihr Beitrag zur Gesellschaftstheorie oder Sozialtheorie.
Das ist sicherlich einer der höchsten, wenn nicht vielleicht sogar der höchst erreichbare Anspruch. Hierzu ist, wie ich meine, zweierlei gefragt. Zum einen die Heranführung und Integration von bestehenden hermeneutischen Ansätzen und Verfahren und damit im Hegelschen Sinne deren Aufhebung. Und zum anderen sind Dialoge und Diskussionen gefragt über mögliche Anschlüsse und Brückenschläge der hermeneutischen Ansätze und Verfahren, vor allem zur wissenssoziologischen Diskursanalyse, zur lebensweltlichen Ethnographie und zum kommunikativen Konstruktivismus. Ich hätte jetzt noch ein kurzes Schlusswort, aber das schenken wir uns, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob es draußen noch regnet und Sie möglicherweise auch sofort nach außen drängen können. Ansonsten würde es jetzt noch 2 Minuten gehen. Schlusswort nicht? Doch. Okay, Schlusswort. Okay, ganz kurz. Ich denke, gerade unter den aktuellen Entwicklungen und auch unter den Entwicklungen, die die visuelle Soziologie und die Visualität in der qualitativen Sozialforschung gemacht hat, offenbaren sich für mich zumindest wie eine Art Brennglas nochmal einige Charakterzüge der interpretativen Verfahren, von denen ich am Ende nur noch 3 kurz anreißen möchte. Einer dieser Charakterzüge der interpretativen Sozialforschung ist, dass sie ihre methodischen Verfahren aus konkreten Erfordernissen herausentwickelt. Kommuniziert Gesellschaft zusehends über Bilder und wird immer mehr soziale Wirklichkeit visuell vermittelt, dann benötigen die Sozialwissenschaften gegenstandsangemessene Interpretationsverfahren. Die Grand Theory, das narrative Interview, die Sequenzanalyse, die Gattungsanalyse haben das exemplarisch vorgeführt. Ein zweiter Charakterzug, der im Prozess der Methodendiskussion und Methodeninnovation sich abzeichnet, ist der, sich regelmäßig abzeichnet, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt sehr weite Kreise der Scientific Community erreicht werden. Dann erweisen sich kleine, für außenstehende Beobachterinnen und Beobachter manchmal marginale Differenzen als Auslöser von heftigen Debatten bis hin zu Zerwürfnissen. Man hat das deutlich gesehen wiederum in der Grand Theory bei Anselm Stoß und Barney Glaser. Im besten Falle entspringen aus diesen Differenzen eigene Vorschläge für methodische Ansätze. Vor allem aber tragen die unterschiedlichen und zum Teil unversöhnlichen Positionen mit ihren eigenen Vorstellungen und Vorschlägen von analytischen Verfahren bei zur viel beklagten Unübersichtlichkeit und Heterogenität der interpretativ-qualitativen Sozialforschung. Ebenso aber auch sind sie Ausdruck ihrer vielbesungenen Jugendlichkeit und Fruchtbarkeit. Schließlich aber sind die methodischen Verfahren, die methodisch-analytischen Verfahren nicht alles. Die qualitative Sozialforschung bemisst sich nicht nur daran, dass sie Regeln für die methodisch kontrollierte Interpretation entwickelt und damit zu überprüfbaren und theorierelevanten Einsichten gelangt. Qualitative Sozialforschung erschöpft sich nicht in der Entwicklung und Anwendung von methodischen Verfahren auf die Analyse von Fällen und auf den Einbezug der sogenannten Einsichten, wie gesagt, in Theoriebildung und Theoriediskussion. Es bedarf darüber hinaus etwas, was man als Social Scientific Imagination bezeichnen könnte, ein besonderes Gespür, eine besondere, nämlich sozialwissenschaftliche Sensibilität und Sensitivität, die dem Grundprinzip der Offenheit der qualitativen Sozialforschung geschuldet ist. Absolut unerlässlich aber für die Herausbildung und für das Wachhalten von Social Scientific Imagination sind die empirisch-analytischen interpretativen Verfahren, ihr Erlernen, ihr Einüben und ihr Erproben, ihre kritische Diskussion, ebenso wie ihre fortwährende Weiterentwicklung und Neukonzeption. Als qualitative Sozialforscherinnen und Sozialforscher sind wir in Hinsicht auf alle 3 von mir genannten Charakteristika einmal mehr, wie ich meine, in die Pflicht genommen und damit einmal mehr mitten in der Arbeit. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, lieber Jürgen. Wunderbar. Für den Fall, dass jemand hier das erste Mal beim Berliner Methodentreffen ist, da kann sich der Referent der Closing Lecture anstrecken, wie er will, Evidenzen provokativ vortragen, verdichten, erweitern. Es wird nicht mehr diskutiert. Die Closing Lecture ist ein Schlussakkord, soll nochmal anregen. Wir wissen, dass nach 2 anstrengenden Tagen Closing Lectures immer auch anfordern, aber wir hoffen, dass Sie dann morgen, übermorgen denken, das war nochmal eine Idee, so ist es gedacht, sehen Sie uns also nach, dass wir es nicht diskutieren. Ich hoffe,
dass sie am Ende, weil es gerade vielleicht draußen immer noch regnet, nicht sagen werden, das Berliner Methoden ist ins Wasser gefallen. Aus meiner Perspektive war es eine gelungene Veranstaltung. Ich hoffe, Sie sehen das auch so, inklusive der Eröffnung bis zur Closing Lecture. Sie werden uns hoffentlich fast alle oder gerne alle, auch per Evaluation, die mittlerweile rausgeschickt wurde, das auch mitteilen können, was Ihnen gefallen hat, die einzelnen Veranstaltungen. Wir finden es immer sehr anregend, eine Rückmeldung zu bekommen, den einzelnen Mitwirkern eine Rückmeldung zu geben. Und insofern nutzen Sie die Chance. Und jetzt bitte ich Sie, am Anfang hatte Jürgen Raab gesagt, es gibt Visualität, Vorstellungen, Imaginationen. Ich bitte Sie, sich vorzustellen, dass nicht ich hier alleine stehe. Neben mir steht Katja Mruck, Rubina Fock, 25 Assistierende, ganz viele andere, die mitgeholfen haben im Vorfeld, administrativ, im Hintergrund Tontechnik, Videoaufzeichnung, Förderer, alle, die mitgemacht haben, Workshops anbieten, zum Schluss eine Closing Lecture. All diese Menschen haben zum BMT 13 beigetragen. Ein herzliches Dank an alle und Ihnen einen guten Nachhauseweg. Tschüss.